Die Spitzen der 27 EU-Staaten und Vertreter aus 17 weiteren Ländern werden beim informellen EU-Gipfel in Prag von Donnerstag, 6. Oktober bis Freitag, 7. Oktober erwartet. Als Gäste geladen sind unter anderem Großbritannien, die Türkei, aber auch zahlreiche Westbalkanstaaten, unter anderem Serbien und Montenegro. Man möchte, so hat es der EU-Ratspräsident Charles Michel formuliert, eine freie und offene Debatte schaffen, auf europäischer Ebene zusammenkommen, aber auch darüber hinaus viele neue Inputs schaffen. Es ist ein informeller EU-Gipfel, dass es Beschlüsse geben wird, davon ist nicht auszugehen und die Themen, die diskutiert werden, die sind ebenfalls sehr anspruchsvoll. Zum einen geht es um den Krieg in der Ukraine und die Stärkung der Ukraine im Schutz vor Russland. Zusätzlich auch das derzeitige 8. Sanktionspaket gegen Russland. Der Preisdeckel für die Ölimporte aus Russland ist dabei ein entscheidender Teil. Man möchte den Kreml schwächen und auch dazu beitragen, dass der Krieg bald beendet wird. Ein weiteres großes Thema, das ist die Situation rund um die Energiepreise. Auch dort gibt es viele Debatten. Auch hier diskutiert man EU-weit über einen entsprechenden Gaspreisdeckel. Doch da sind die Verhandlungen noch lange zu führen. Viele Diskussionen, die anstehen und unter anderem auch ein wichtiges Thema, der Sabotageakt bei der Pipeline Nord Stream. Auch das wird ein großes Thema sein und auch die Sicherheitslage, wie die einzelnen Länder sich dann da entsprechend schützen können. Die Bekämpfung der Energiepreise und der weitere wirtschaftliche Fortschritt, das werden ebenfalls zentrale Themen sein. In Prag werden um die 2200 Personen erwartet. Dazu gehören die Delegationen, genauso auch wie die Journalisten. Um die 1200 Journalisten aus ganz Europa werden erwartet.